Ja, hallo Freunde und willkommen zu einer neuen Folge Planet Coaster hier mit eurem Hackbutt am Start. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Um was geht's hier heute, beziehungsweise was ist unser Plan hier heute? Ich hatte vorhin eine Folge aufgenommen, die ist mir reichlich in die Hose gegangen. Und zwar hatte ich eine Achterbahn gebaut und hatte blabla schön erzählt. Jeder hatte mal in seiner Kindheit einen Freizeitpark irgendwie in seiner Nähe oder hat immer noch. Also bei uns in Berlin war es damals der Spreepark Plenterwald. Der ist ja schon seit vielen, vielen Jahren zu. Man hat es auch viel in den Nachrichten gehört. Der Inhaber hat sich irgendwo nach Mexiko mit vielen Drogen abgesetzt und ist erwischt worden und Knast, blabla. Die hatten eine Achterbahn. Ich habe sie mal probiert so nachzubauen. Musste ein bisschen umdisponieren, aber die wichtigsten Sachen sind drin. Und zwar zweimal der Looping und die Schraube plus noch eine Endkurve hier. Das haben wir mittlerweile auch eröffnet, das Teil. Ich wollte jetzt das Häuschen so ein bisschen weiterbauen. Denn so kann man es ja noch nicht so wirklich lassen. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal auf die Szenerie und auf das hier und gebe mal Construction ein, damit wir auch in Zukunft unsere Construction, Under Construction mal, sorry, damit wir hier mal unsere Achterbahn und so weiter dann weiterbauen wollen, können, whatever. Ich wollte jetzt hier so in Zukunft noch so ein kleines Vordach hinhauen. Gucken, ob das hier so geht. Ah, das sieht jetzt nicht so berauschend aus, ehrlich gesagt. Wenn man das jetzt hier nochmal so drehen würde. Not. Wir haben hier noch so einen kleinen Gehweg. Und Walls, die wir hier natürlich noch machen können. Und zwar einmal so ringsrum. Aber es sieht auch so nach nicht wirklich was aus. Also das gefällt mir jetzt persönlich nicht, auch wenn es jetzt in der Alpha ist und so weiter. Wir können hier nur Steinmauern richtig setzen und das ist nicht so cool. Das finde ich nicht so witzig. Die Leute stürmen jetzt scheinbar auch so langsam in die Richtung, um die Achterbahn anzutesten. Das ist natürlich sehr nett. Dann haben wir hier noch... Warum legt sich das hier hin? So ein Vorsprung, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Wenn man den hier hin macht. Das ist aber auch schon wieder so eine Hafenaktion. Wir machen einfach hier ein Fensterchen hin. Und hier ein Fensterchen. Und hier unten könnte man ja so einen Balkon machen, ehrlich gesagt, eigentlich. Dann können die Leute zumindest so ein bisschen rausgehen. Geben das mal hier in die Höhe. Die Kamerasteuerung ist nicht so einfach. Nee, drehen können wir es nicht. Dann lassen wir das erstmal so, wie es ist. Die stürmen mittlerweile schon hier das schöne Ding. Dekorationen können wir ebenfalls noch ein bisschen was starten. Da sind auch wieder Piraten. Ist jetzt nicht immer so der Hammer, nur mit Piraten zu arbeiten. Ich würde vielleicht aber doch noch ganz gerne hier in dem Eingang was bauen. Wenn so aus Sandstein hier einen Eingang hinklatscht. Und zwar hier so hin. Würde ich auch ein bisschen größer machen. Den können wir auch ein bisschen größer machen. Dann kann man nämlich zumindest noch ein paar Wände hier ranklatschen. Oder so eine Fensterchen. Dann sieht das zumindest noch ein bisschen nach was aus. Oh ne. So und so und du musst mal da weg und kommst dafür hier hin und der passt gar nicht. Schlange ist gut besucht, warum auch nicht? Können wir das vielleicht so machen? Zum Helm hoch. Nee, das geht auch nicht so wirklich. Wie sieht denn das aus? Nee, da stehen die Leute einfach drin im Weg. Das können wir uns nicht leisten. So, dann klappen wir das mal hier hoch. Mal ein paar kleine Fensterchen hier rein. Ist ja auch nicht so verkehrt. Klack, klack. Und dann mal... Das
Da Fensterchen, da Fensterchen. Und wenn wir gut sind, dann klatschen wir hier einfach noch was hin. Naja, nicht unbedingt jetzt so, sondern so ein halber würde ja auch schon reichen, oder? Ja, Planet Coaster an sich ist ja immer noch in der Alpha und im Aufbau, sodass es sich lohnt. Jetzt haben wir hier ein paar Fensterchen. Jetzt könnten wir hier natürlich eine Zwischenetage reinziehen, was gar nicht so falsch ist. Und zwar machen wir hier einfach den Boden rein. Und da können wir nämlich dann schöne Fenster reinhauen. Die sind ja bildhübsch hier. Ja, ist ja eine schöne Hütte. Mit einem Balkon. Das bringt so auch nichts mit dem Balkon. Ja, ein paar schöne Steine hier ranmachen. Das ist natürlich auch geil. So. Ja, ist immer nicht so ganz einfach. Man muss so ein bisschen genauer arbeiten. Aber es scheint ja zu klappen. Oh, da sieht man jetzt. Das ist ungünstig. Vielleicht können wir da einfach nochmal was ändern bei Zeiten. So, das Gute ist natürlich, dass wenn man hier so eine Steine hat, man kann schön das anpassen. Ja, oder auch nicht. Wenn wir den jetzt hier so ein bisschen bewegen wollen. Genau. So. Perfekt. Jetzt haben wir hier natürlich, das ist jetzt ein bisschen Ellmann. Was können wir. Oh, so einen fetten Balkon. Das ist ja noch geiler. Dann machen wir hier einen fetten Balkon ran. So. Und dann muss da natürlich eine große Tür rein. So. Kriegen wir das jetzt am besten hier noch weg? Wenn wir die Platten nehmen und die einfach einen Meter versetzen, oder? Okay, das geht gar nicht. Ja, da muss wahrscheinlich auch noch ordentlich was gemacht werden. Wir machen jetzt erstmal hier die Fassade weiter. Zap, zap und bis vorne. Jawohl. Dann ungefähr auf dieselbe Höhe das Ding und das hier hin. So, dann hätten wir hier noch einen komischen Ausgangsweg, den wir eigentlich mal hier rum machen könnten, damit die Leute mir nicht ganz abhauen. Damit die da auch klarkommen mit ihrer Umwelt. Hier wollten wir jetzt auch einen fetten Balkon hinmachen. Ist das ein Dach? Nee, das ist kein Dach. Aber hier kommt auch nochmal ein fetter Balkon hin. Und hier ebenfalls. Und so eine Monstertür. Klack. Und die können wir im Boden so ein bisschen versenken, dann fällt das nicht so auf. Ja, saubere Sache. Dann hätten wir die Walls nochmal hier. Und zwar wäre eine Spitze richtig genial. Dann werden wir aber wahrscheinlich das so machen müssen. Um dann irgendwie das Dach hier ranzukriegen. Ja, ihr seht, es gibt hier noch leichte Probleme, um das alles schön zu machen. Wir werden jetzt hier nochmal
die Wall extras den Stein hier ranhauen. Den Schrägdach brauchen wir nicht, Schrägdach brauchen wir nicht. Roof? Sieht auch nicht hoch. Das haben wir jetzt so ein bisschen verkackt. Erstmal hier ranhauen. So, dann haben wir den nochmal weg. Dann setzen wir den nochmal hier ran. Ihn dann mit dem vorhandenen Stein dorthin. Es bringt einfach aktuell, also man, das passt nicht wirklich immer. Ihr seht selber. Aber es ist zumindest ein Anfang, oder? Man kann mal sagen, man hat ein bisschen was geschafft. Natürlich wären so eine Fenster viel cooler gewesen. Wir müssen aber so ein bisschen auch hier Lampen anbringen. Ich würde ja gerne mal mit meiner Achterbahn fahren, ehrlich gesagt. Also das müssen wir nochmal ausprobieren. Und da werden wir hier mal so einen fetten Scheinwerfer hinstellen, der das ganze Ding so anleuchtet. Achso, das kann ich wieder nicht machen, weil ich wieder hier mit ans Grundstück baue und der das aber hier so anleuchten soll. Ich würde auch sagen, wir probieren einfach mal eine Testfahrt zu machen. Nein, nicht Building. Nein, nicht Building. Achterbahn. Und zwar die Front. Oder so, so ist noch cooler. Die sollen den Zug jetzt mal langsam voll machen. Leute stehen an, schneller. Und sie freuen sich in Keks. So, es geht scheinbar los. Ich sitze in der ersten Reihe. Coole Sache. Juhu, Arme hoch. Wir freuen uns des Lebens. Juhu. Oh Mann, ey. So, langsam geht's hoch. Bergaufwärts. In die ehemalige Achterbahn vom Plenterwald. Ich glaube, da haben schon die Leute Angst, dass sie rausfallen. Juhu. So, jetzt kommt der Looping. Ja, noch der zweite hinterher. Also werden sie ordentlich durchgerüttelt auf jeden Fall. Dann geht's hier in die Kurve. Und ebenfalls nochmal in die Kurve und dann geht's schon wieder rein. Ja, okay, so in etwa passt das, so können wir das auch lassen. Die Leute kommen immer mehr, das gefällt mir sehr gut. Wir können aber gucken, dass wir hier noch was Schönes hinbauen. Was haben wir denn noch nicht so wirklich? Wir haben Super Shock, wir haben noch so einen Twister nicht. Den machen wir einfach mal mit hier ran. Da stört es keinen. Eingang und Ausgang. Jetzt wollte ich aber nicht das da, sondern so angepasst. In der geraden Ausführung. Damit man auch mal das hier ja. Echt jetzt? Also das ist echt albern. Das finde ich echt kacke gemacht. Dass man nämlich jetzt hier den scheiß Weg wieder ändern muss. Oh ne, Länge 1, aber ein Meter. Und jetzt musst du hier wieder den kleinen Weg nehmen. Und den da anschließen. Und dann hast du da auch noch so eine Rasenkante drin. Ach, das ist doch... Das ist doch Cheat, ist das doch. Egal.
Es ist ja alles in Arbeit, sagte man mir. Achso, wir wollten hier ein bisschen bauen. So, ich habe noch keinen Ausgang gebaut. Keinen Ausgang gebaut. Was mache ich jetzt bloß? Breite 4. So, Ausgang gebaut. Ride Management. Okay, ein Ride Management können wir scheinbar noch nicht machen. Das heißt, es wird jetzt auch schon wieder Nacht. Also, der Tag-Nacht-Zyklus, das ist der Hammer hier. Jetzt ist das noch so ein bisschen schief. Hat natürlich so ein bisschen passend im rechten Winkel. Zack, zack, zack. Und dann haben wir hier. Der wieder nicht funktioniert, weil. Also zwischenzeitlich kriegt man hier so wirklich den leichten Koller. Wenn man jetzt doch hier so ein halbes Dach draufsetzen könnte. Nicht mal das kann man hier draufsetzen. Läuft ja mit euch. Dann setze ich hier halt ein Dach drauf. So. Und dann möchte ich aber hier. Da kann man nichts bauen, ne? Ist ja ungünstig. Warum kann man da nichts bauen? Was soll das? Hier geht's doch auch. Das ist nicht so einfach. Oh. Drehen das nochmal. Auch keine Ahnung, ob das jetzt hier passt. Setzen das hier hin. Das hier. Drehen das Teil nochmal. Und dann soll man hier. Das ein bisschen geändert werden. So, darum das. Und du kommst hier noch ran. Und dann wird man mal das hier so ein bisschen schließen. Dann hat man zumindest schon mal sowas. Daraus werden wir jetzt noch ein bisschen Dekorationsteile bauen hier. Nee, auch albern. Grün ist einfach viel cooler. Na, wie machen wir das am besten? Ich denke so. Und so. Und dann kann hier auch nochmal das hin und das. Dann leuchtet das alles zumindest ein bisschen. So. Ja, wir brauchen noch Beleuchtung hier drin, Mensch. Beleuchtung hier drin, das ist gar nicht so einfach. Man könnte jetzt sowas machen. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Oder man nimmt Lampen von oben und hält die einfach hier hin. Sowas könnte man auch nehmen. Damit ist es für ein bisschen Beleuchtung. Damit die auch was mitkriegen hier.
Da fehlt nämlich auch schon wieder ein bisschen was und du kannst ja eigentlich hier noch rein. Ist ja auch nicht so verkehrt, aber sieht scheiße aus. Nun gut. Unsere Zeit ist vorbei, liebe Freunde. Wir haben auf die Schnelle ein bisschen was gedrückt hier, was mir jetzt persönlich nicht so gut gefällt. Muss man mal gucken, ob man da noch irgendwie ein bisschen was ändern kann oder hier muss erstmal noch eine Weißbeleuchtung ran. Damit da ein Schild ran kann oder irgend sowas. Mal schauen. Hier so ein komisches Dreieck oder ein Stern. Ein Stern ist in Ordnung. Gut, unsere Zeit ist vorbei. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst einen Daumen oben, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir wieder Planet Coaster spielen. Ich sage auf Wiedersehen, wünsche euch einen guten Tag und Tschüssikowski. Ciao.